Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es emotional. Ja, nein. Doch, irgendwie schon. Denn ich will euch heute meine 5 Manga-Reihen bzw. Mangas zeigen, bei denen ich einfach Rotz und Wasser geheult habe, als ich die gelesen habe. Ich habe bei mehreren Reihen und mehreren Mangas Rotz und Wasser geheult, aber das sind die, die mir so im Gedächtnis geblieben sind, bei denen ich so am allermeisten einfach, ja, geheult habe und bei denen es einfach kein Halten mehr für meine Tränen gab. Ich bin ja leider ziemlich nah am Wasser gebaut. Das ist manchmal sehr, sehr unvorteilhaft. und ja, wenn ich Bücher lese oder Mangas lese und da ist irgendwas traurig oder so und dann bin ich total da drin und fange auch direkt an zu flennen wie eine Bekloppte und ja, so ist das bei Filmen und sowas auch. Und ja, ich habe gedacht, ich zeige euch heute mal meine 5 Mangas, bei denen ich mir wirklich, also bei denen ich wirklich weiß, dass ich da so viel geweint habe und nicht mehr aufhören konnte eine ganze Zeit. Ich habe gedacht, das ist ganz interessant vielleicht mal für euch, falls ihr auf so emotionale Sachen steht. Und ich habe auch schon mal meine 10 emotionalsten Manga-Video, glaube ich, gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich nur auf die geachtet habe, die einfach emotional an sich sind, oder ob ich da wirklich drauf geachtet habe. So, da musste ich richtig heulen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, zeige ich euch das mal, weil ich das ganz interessant finde, so, ja, zu erfahren, bei was jemand so Rotz und Wasser heult. Und ich habe gedacht, ihr findet das vielleicht interessant. Und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Und falls euch das Video gefallen sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr sehen wollt, gerne ein kostenloses Abo. Und dann jetzt ganz viel Spaß bei meinen Rotz und Wasser heul Mangas. Als erstes habe ich da diesen Einzelband von Kiyoshi Katayama und Kazumi Kazui. Das ist ein Manga, der auf eine Novelle halt beruht. Und der Manga heißt Cry Out for Love. Es ist ein Einzelband. Ist auch schon ein bisschen älter. Ist vom Egmont Verlag. Und ja, das war einfach, also, oh mein Gott, ich konnte gar nicht aufhören. Es geht halt in diesem Manga um ein Liebespärchen, ein junges Liebespaar. Ganz glücklich, alles ist toll. Und plötzlich erkrankt sie an Krebs. Und Krebs ist eine absolut beschissene Krankheit, die viel kaputt machen kann und den Menschen einfach, die es haben und auch deren Familie so viel Leid bringt. Und dieser Manga hat es einfach so gut alles gezeigt und es war so emotional und so traurig. Und oh mein Gott, das war einfach so, oh, so. Ich könnte jetzt schon wieder heulen, wenn ich nur daran denke, was in diesem Manga alles so passiert ist. Obwohl es ein Einzelband ist, hat er mich so zum Heulen gebracht. Und ich kann es euch einfach nur ans Herz legen, wenn ihr wirklich so emotionale Geschichten wollt. Ich meine, das ist wirklich eine traurige Geschichte. Es ist jetzt nicht so, oh, Happy Day-mäßiges, sondern es ist wirklich was Emotionales, was Trauriges. Also ihr könntet genauso gut so Das Schicksal ist ein mieser Verräter oder sowas lesen. Dann wisst ihr ungefähr, wie sowas hier, ne? Das ist so ungefähr die gleiche Schiene, nur halt als Manga jetzt in diesem Fall. Und ja, es ist sehr, sehr traurig und es ist sehr, sehr zum Weinen. Also für mich zumindest. Und deswegen, ja, ist dieser Manga dabei. Dann habe ich als nächstes Bokura ga Ita von Yuki Obata. Nein, er ist nicht nur dabei, weil ich... Also nein, er ist nicht dabei, weil es mein Lieblingsmanga mit ist, sondern auch, weil er wirklich emotional ist. Dieser Manga hat mich in diesen 16 Bänden? Waren es 16 Bände oder 17? 16? Ich glaube, es waren 16, 16, 17. Auf jeden Fall hat dieser Manga mich in allen Bänden, die er hat, einfach nur emotional komplett verkrüppelt. Dieser Manga ist einfach von vorne bis hinten so emotional und so zum Heulen, Lachen und wieder heulen. Und in jedem Band ist irgendwas passiert, dass man sich gedacht hat, das könnt ihr doch nicht machen, ich muss schon wieder anfangen zu weinen, wenn ihr das jetzt auch noch tut. Und nie ist irgendwie was Gutes passiert und immer wurde was auf eine Tränendrüse gedruckt. Und eigentlich ist schon immer zwischendurch was Schönes passiert, aber irgendwie ist dann immer irgendwas Böses hinterhergekommen, dass man heulen musste. Und es ist so, dieser Manga hat mich wirklich emotional verkrüppelt, als ich ihn gelesen habe. Ich war so von, keine Ahnung, von froh zu absolut am Weinen. Und dieser Manga hat mich wirklich von einem Hoch und Tief ins nächste Hoch und Tief geschleudert. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall wirklich ein sehr emotionaler Manga, bei dem ich mehr als einmal Tränen vergossen habe. Und einfach eine sehr emotionale Geschichte von einem jungen Liebespärchen, das einfach wie sehr, sehr viele Höhen und Tiefen zu überwinden hat und viele Sachen einfach überwinden muss, die einem da in den Weg gestellt werden und ja, mit der Vergangenheit ein bisschen aufarbeiten muss und ja, einfach sehr emotional. Übrigens auch vom Egmont Verlag und auch schon etwas älter, leider auch teilweise vergriffen. Aber sonst lest ihr euch auf jeden Fall online durch. Im Internet kann man ihn bestimmt irgendwo online finden und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr emotional, dieser Manga. Dann als nächstes auch wieder etwas älteres, dieses Mal was vom Planet Manga Verlag. Gibt es den überhaupt noch? Planet Manga? Planet Shoujo?
Früher gab es den, aber ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Auf jeden Fall ist das hier von Hinako Ashihara, Tsunadokai, die Sanduhr. Hinako Ashihara kennt ihr vielleicht von ihren neueren Werken wie Peace, Erinnerung an eine Fremde oder was anderes fällt mir gerade nicht ein. Peace, Erinnerung an eine Fremde ist, glaube ich, ihr neuestes, oder? Läuft da momentan was von ihr? Ich weiß es nicht. Das ist so das, was ich gerade aus dem Kopf noch weiß, was auch von ihr ist. Auf jeden Fall ist dieser Manga sehr, sehr, sehr emotional auch. Ja, am Anfang ist es halt, geht es so ein bisschen um die Mutter unserer Protagonistin auch, weil die sich ziemlich schnell am Anfang dieses Mangas das Leben nimmt. Das heißt, unsere Protagonistin muss damit leben und muss damit klarkommen und muss dann mit ihren eigenen mentalen Problemen noch klarkommen und ja, zudem erlebt sie noch die erste Liebe und ist sich alles nicht sicher, ob das alles wirklich so richtig ist und ja, hat Angst, dass sie so wird wie ihre Mutter und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionaler Manga, der auch mehr als einmal meine Tränendrüse aktiviert hat. Auf jeden Fall an sich eine super schöne Reihe, die wirklich einfach von vorne bis hinten so emotional ist, die mich genauso wie Bukuda Gyaita einfach von vorne bis hinten also vom ersten bis zum letzten Band auf die Folter gespannt hat, weil ich nie wusste, was kommt da jetzt am Ende bei raus und es war auch einfach eine Berg- und Talfahrt mit diesem Manga, einfach von ja, himmelhochjauchzend zu einfach ja, weinend. auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte mit einem ganz tollen Zeichenstil und ich kann es euch auch nur ans Herz legen, es ist sehr, sehr emotional. Und dann kommt hier noch eine Einzelband und zwar Sture kleine Nayu von Fumi Eban. Mehrere Kurzgeschichten. Ich glaube, die erste, also diese Sture kleine Nayu, die Kurzgeschichte, die hat mich richtig zum Weinen gebracht. Die fand ich richtig, oh, die war so richtig so, oh, das ist so traurig, weil das einfach so, ja, weiß ich nicht, das hat mich einfach so berührt und ja, unsere, ich darf da nicht so viel zu erzählen, weil das ja ein Einzelband ist und nur eine Kurzgeschichte. In diesem Band waren, meine ich, mehrere Kurzgeschichten. Ja, da waren mehrere und wenn ich jetzt zu viel erzähle, erzähle ich euch nämlich den ganzen, ja, Manga so fast und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr traurig, diese erste Kurzgeschichte und ja, einfach ein toller Zeichenstil und auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Einzelband und wie gesagt, die erste Kurzgeschichte, die hat mich einfach so zum Weinen gebracht, also das weiß ich wirklich noch, dass ich den gelesen habe und ich war am Heulen wie verrückt und ja, deswegen einfach ein ganz, ganz toller Einzelband mit sehr, sehr viel Emotionen. Und dann sind wir auch schon beim letzten Einzelband, beziehungsweise beim letzten Band. Das ist auch ein Einzelband und zwar REC, also oder REC, der Tag, an dem ich weinte, von Aoi Makino. Sture kleine Nayu und auch REC oder REC sind beide vom Tokyo Pop Verlag übrigens und auch beide schon etwas älter. Und auf jeden Fall dieser Manga, das ist auch ein Einzelband, ja, hatte ich ja vorhin gesagt, das ist, glaube ich, auch, ja, auch eine, ja, Kurzgeschichten halt, aber diese geht etwas länger, also die ist so zwei Drittel vom Manga umfasst, die sozusagen. Auf jeden Fall war die auch sehr, sehr traurig, weil es hier um jemanden geht, der schwer krank ist auch und ja, das ist natürlich immer emotional, wenn jemand schwer krank ist und es ist einfach, ich will nicht zu viel sagen, weil es auch nur ein Einzelband ist und wie gesagt, das nicht den ganzen Manga umfasst hier, deswegen darf ich da nicht zu viel verraten, aber ich weiß, dass ich für diesen Manga, ich habe ihn mehrmals gelesen und ich musste jedes Mal anfangen zu heulen bei dieser ersten Geschichte, weil die mich einfach so emotional mitgerissen hat und ja, also sie war total schön geschrieben und schön gezeichnet und alles, aber sie war halt einfach so traurig und so herzzerreißend und ich musste einfach so weinen bei diesem Manga und ja, es ist einfach so, ich war ein reiner Wasserfall wieder bei diesem Manga, also ich kann es euch nur ans Herz legen, wer gerne was Emotionales liest und so wie ich lese gerne emotionale Manga, auch wenn es traurige Geschichten sind, aber ich lese sowas einfach sehr gerne, weil ich mich sehr gerne von diesen Emotionen mitreißen lasse und mich in sowas sehr gut auch irgendwie reinversetzen kann. Und ja, ich weiß nicht. Es ist zwar traurig, aber ich mag sowas gerne. Also ich mag wirklich emotionale Stories, die mein Herz halt berühren und das war halt sowas auch und deswegen also sehr empfehlenswert. Ja, das waren die 5 Manga, bei denen ich Rotz und Wasser geheult habe. Also wirklich Rotz und Wasser geheult. Und ja, und falls ihr welche von diesen Mangas gelesen habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Und ob ihr auch geweint habt bei diesen Geschichten. Also ich konnte es mir nicht verkneifen, das Weinen. Es waren einfach wirklich zu emotionale Sachen. Und ja. Ja, auf jeden Fall würde ich das sehr, sehr gerne wissen, ob ihr da auch was von gelesen habt und ob ihr auch so, ja,
emotional dabei wart wie ich. Und ansonsten schreibt mir gerne Empfehlungen für sehr emotionale Manga in die Kommentare. Das würde ich sehr gerne wissen, was ihr so für Manga habt, bei denen ihr so Rotz und Wasser geheult habt und die ihr so empfehlen könnt an sehr emotionale Manga. Und ja, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr natürlich auch dann beim nächsten Video wieder einschaltet. Also dann, bis demnächst!